Wir haben endlich wieder tolles Wetter, die Sonne scheint und wir können wieder draußen rausgehen, um Sport zu treiben. Allerdings machen wir normalerweise Ausdauersport und Kraftübungen kommen viel zu kurz. Deswegen mein Expertentipp für euer Training. Fitness Running. Fitness Running in einer Gruppe mit einem Fitnesstrainer, der euch helfen wird, eure Ziele zu erreichen. Es ist eine Kombination aus Ausdauer und gezielten Kraftübungen. Es ist ein sehr effizientes Fitnesstraining mit minimalem Zeitansatz. Eine Trainingseinheit dauert ca. eine Stunde und ist ein super Ganzkörpertraining für Anfänger und Fortgeschrittene. Wir laufen ca. 5 bis 8 Kilometer durch den Wald, durch die Stadt, Treppen rauf und runter und benutzen die gesamte Umgebung. Zum Beispiel Bänke, Holzstämme und führen immer kleine Übungen mit ein. In der Gruppe macht das super viel Spaß, weil du dich sehr natürlich und spielerisch bewegst und deswegen ist es sehr einfach, sich fürs Fitnessrunning zu motivieren. Es ist ein sehr effizientes Fitnesstraining. Durch den Intervallswechsel zwischen Ausdauer, Kraftübungen und Challenges erhöhst du dein Fitnesslevel sehr, sehr schnell. So, nun zeige ich euch meine Lieblingsübung beim Fitnessrunning, den Burpee. Der Burpee ist eine sehr effiziente Übung, da er den Körper vom Fuß bis zum Arm bewegt und trainiert. Wir trainieren gleichzeitig Sprungkraft, Schnellkraft und Körperstabilität. Jetzt würde ich sagen, lass uns es ausprobieren. Okay, push up. Und zurück. Es wird wärmer draußen und wir schwitzen natürlich vermehrt, gerade beim Sport. Deshalb ist es wichtig, auf den Flüssigkeitshaushalt zu achten. Was die wenigsten bedenken, ist, dass der Durst zu spät kommt. Das heißt, wenn ich Durst bekomme, ist der Körper schon im Defizit. Um dem vorzubeugen, empfehle ich, vor dem Training schon ein Glas Wasser zu trinken oder ein sportliches Mineralgetränk. Es gibt verschiedene Alternativen, wie man es aber auch sehr lecker selbst machen kann. Und der Alfon zeigt uns hier ein paar. Genau, also Wasser super, aber nur Wasser schmeckt ein bisschen langweilig. Und deswegen peppen wir das jetzt auf, und zwar mit praller Gesundheit. Ich gebe hier mal geschnittenen Ingwer rein. Ein Lieblingsgewürz. Genau. Und dann gebe ich ein bisschen flüssigen Ingwer noch mit drauf, dann ist das noch mehr verstärkt. Und wenn es jetzt draußen richtig heiß ist, dann kann man noch ein bisschen Minze reingeben. Und bei der Minze würde ich es so machen, dass man die Stiele ein bisschen anknickt. Dann gehen die ätherischen Öle besser raus und rein damit, und schon hat man tolles Getränk. Super erfrischend. Das ist wirklich super erfrischend, wenn man das jetzt so richtig runtergeht. Alfons, wenn ich das leer getrunken habe, dann kann ich es wieder aufschütten. Natürlich, das kannst du den ganzen Tag nachschütten. Und wenn man sagt, ja gut, das Ingwer ist immer toll, aber ich möchte mal ein bisschen was anderes auch haben, dann hätte ich da was. Das kann man mit Zitrone was machen und mit Orange. Dann würde ich immer die ganze Orange oder die ganze Zitrone nehmen. Auch die könnte man ein bisschen anmixen, weil dann ist sie basisch, der Saft alleine ist sauer, aber mit der Schale und mit dem Weißen, da sitzt der Stoff drin, der heißt Navingin, und der verhindert, dass das Fett auch in die Fettzelle geht. Und wenn wir es noch ein bisschen orangenlastiger machen, dann tun wir das gleich wie. Aber du machst es mit Schale komplett, ne? Mit der Schale komplett. Die Säure, die Zitronensäure aus dem Saft ist sauer, und genau, mit der Säure ist es dann, mit der Schale ist es dann basisch. Ganz, ne? Genau, ganz genau. Sehr gut. Schau her, und das drückt man da ein bisschen rein. Je nach Jahreszeit dann hat man ein wunderschönes Getränk, da kann man genauso gut sagen, ein bisschen Minze noch mit rein. Und dahin geht es dann schon, schmeckt es. Perfekt. Also da kannst du nie genug haben. Da wirst du immer trinken, weil das macht dir richtig Spaß. Und trinken muss auch Spaß machen. Mein kleiner Expertentipp für die Erholung ist sehr einfach, aber sehr wichtig. Ich würde immer empfehlen, dass ihr ein oder zwei Tage zwischen den Trainingseinheiten Pause habt. Gerade wenn ihr ein richtig kräftiges Training hattet, habt immer genug Erholung. Andersherum könnte es zu Muskelschmerzen und vielleicht auch zu Verletzungen führen. Eine kleine Übung zur Erholung. Ihr nehmt einen kleinen Ball und dann stellt ihr euch rauf und macht kleine kreisende Bewegungen, wird langsam größer. Das hilft euch mit der Blutzirkulation in dem Fuß und auch um die Fußsohle zu entspannen. Gerade nach einem starken Training. Das macht ihr ein paar Sekunden. Und dann wechselt ihr zum anderen Fuß, packt einfach ein bisschen Druck auf den Ball. Kleine Bewegungen, größere Kreisbewegungen. Okay, so einfach ist das. Fitness heißt.